Das Projekt Nord Stream 2 gerät immer stärker unter Druck. Die US-Regierung hat erstmals Sanktionen gegen ein russisches Unternehmen verhängt. Und auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern steht wegen einer in diesem Zusammenhang erst kürzlich gegründeten Umweltstiftung im Kreuzfeuer der Kritik. Energieminister Christian Pegel zufolge ist Gas jedoch als Brückentechnologie zur Energiewende unerlässlich und die Ostsee-Pipeline daher notwendig. Und da in Europa selbst, in Westeuropa, die Eigenerzeugung massiv einbricht, wir haben noch 2000 über 50% des Gasbedarfs, den wir in Europa verbraucht haben, selbst gefördert. Wir sind jetzt bei unter einem Viertel und um einem Viertel und werden in wenigen Jahren schon bei unter 15% sein. Das zeigt also, wie rapide die Eigenerzeugung zurückgeht. Und wir brauchen gar nicht mehr Gas in Europa. Wir werden vielleicht sogar ein bisschen weniger brauchen, aber diese massiv drastisch einbrechenden Eigenförderungen, die müssen wir teilweise kompensieren durch Importe. Und da halten wir aus Preisgründen und aus Praktikabilitätserwägungen diese Pipeline und die damit einhergehenden Mengen für richtig. Der Schweriner Landtag hat Anfang des Jahres den Weg zur Gründung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV freigemacht. Dieser soll laut Pegel in erster Linie Projekte im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz fördern. Sie könnte aber auch wirtschaftlich aktiv werden und nebenbei den Weiterbau von Nord Stream 2 ermöglichen. Die Pipeline ist bereits zu 94% fertiggestellt. Ja. Und nur ein kleiner Nebenzweck erlaubt der Stiftung, quasi so eine Art eigenen Laden, ein eigenes Unternehmen zu eröffnen. Mit diesem Unternehmen darf ein bisschen zum Stiftungszweck beigetragen werden, indem man vielleicht hier und da Gelder damit verdient, die man dann in den Hauptstiftungszweck, diese gemeinwohlorientierten Projekte und Initiativen für Klimaschutz und Umweltschutz hineintut. Und dieser Nebenzweck, dieser gewerbliche Zweck, Nebenbetrieb, der dürfte, wenn es darauf ankommt, Nord Stream 2 helfen. Gegen die Stiftung gibt es massive Kritik, unter anderem von zahlreichen Umweltverbänden. Diese sehen darin einen reinen Etikettenschwindel zugunsten der Pipeline. Denn die Stiftung wird Pegel zufolge vom 100%igen Eigner von Nord Stream 2, dem russischen Gaskonzern Gazprom, mit bis zu 60 Millionen Euro ausgestattet. Deshalb wurde von der deutschen Umwelthilfe bereits Klage eingereicht. Das Geld geben die im Übrigen in die Stiftung rein. Sie haben kein Mitspracherecht im Vorstand, sie haben keine Mitentscheidungskompetenz, wie das Geld ausgegeben wird. Sie verlassen sich einfach darauf, dass dann die Stiftung, die eine Satzung gekriegt hat, einen Zweck und eine Aufgabe und einen Vorstand, der es umsetzt, dass diese Beteiligten genau diese Ziele dann auch mit dem Geld sinnvoll umsetzen werden. Idee ist, durch die Stiftung Bauteile und Maschinen zu kaufen, die für die Fertigstellung der Gasleitung unerlässlich sind. Mit dem Vorhaben sollen also insbesondere Sanktionen seitens der USA umgangen werden. Erst am Dienstag wurde noch unter Ex-Präsident Donald Trump eine solche gegen den russischen Eigentümer des Verlegeschiffs Fortuna verhängt. Washington bekämpft die Pipeline aus geopolitischen Interessen. Die US-Regierung befürchtet eine hohe Abhängigkeit Europas von Russland. Die Landesregierung und übrigens auch der Landtag haben ja wiederholt deutlich gemacht, dass wir für die Energieversorgungssicherheit in Europa und damit auch in Mecklenburg-Vorpommern zumindest für eine Übergangszeit die Brückentechnologie Erdgas vor allen Dingen für gasbetriebene Stromkraftwerke quasi benötigen, dass wir kein Verständnis dafür aufbringen, wenn die USA ihrerseits in einem völlig fernen Bereich, nämlich in unserer Ostsee, glauben, exterritoriale Sanktionen erheben zu können. Aber am Ende des Tages entscheiden wir das nicht. Dafür sind außenpolitische Bundesregierung und die Europäische Union, die EU-Kommission zuständig, die da im Übrigen auch sehr klare Positionen bezogen haben. Die Gründung der Umweltstiftung durch die Landesregierung mit überwiegend russischem Geld hat die Debatte über das höchst umstrittene Projekt Nord Stream 2 erneut entfacht. Zudem hat sich inzwischen das EU-Parlament eingeschaltet und fordert nach der Verhaftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny einen Baustopp der Pipeline. Wie und wann es mit dem Vorhaben weitergeht, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt also offen.